Gesegnete Glaubensgeschwister, ihr seid herzlich willkommen am 8.9.2018 und am 9.9.2018 zur nationalen Buße für Deutschland. Wir werden auch Buße für die Schweiz tun am 8.9.2018 im Gebetshaus Winnenden. Bitte verpasst nicht dabei zu sein am Samstag, den 8.9.2018 ab 14 Uhr bei dem nationalen Bußetreffen. Liebe Hörer, wir werden Buße vor dem Herrn bringen, im Riss für unsere Nation stehen und in Fürbitte für uns alle gehen. Herzlich willkommen, verehrte Hörer, am 9.9.2018 werden wir an diesem Sonntag eine Danksagungsfeier vor dem Herrn bringen, denn er hat Großes getan, große Heilungen hat er weltweit vollbracht und auch in Deutschland wurde zum Beispiel Christian geheilt, er hatte einen Buckel gehabt und der Herr hat ihn entfernt nach dem Gebet von dem mächtigsten Propheten des Herrn, um ihr nur ein Wunder von vielen zu nennen. Wir werden also Danksagung vor dem Herrn bringen und ihn lobpreisen für diese mächtigen Wunder und dass er sich an uns erinnert hat. Ja, liebe Hörer, zu dieser Zeit, das ist die Endzeit. Lasst uns also ernsthafte Buße tun, wohlgefällig vor dem allmächtigen Gott Jahwe wandeln. Wir befinden uns in einer Zeit wie zu Noahs Zeiten, wo es kaum noch Glaubenstreue zu dem Herrn gibt, wo kaum noch die Menschen das Wort Gottes suchen und letztendlich nach ihrem eigenen menschlichen Willen leben. Und die Ehrfurcht Gottes ist verblasst. Und Sünde wird neutralisiert in unserer Gesellschaft, um hier nur einige Gründe zu nennen, warum wir Buße vor dem Herrn bringen. Lasst uns also einen Unterschied machen und treu zu dem Herrn sein. Liebe Hörer, in 1. Mose Kapitel 18, Vers 26 steht, der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Liebe Hörer, lasst uns also am 8. und am 9. September uns vor dem Herrn versammeln und den Herrn bitten, dass er uns wiederherstellt. Liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns anrufen unter der Telefonnummer für Deutschland 0160 920 10220. Dieses mächtige Nationalbußetreffen am Samstag, den 8. September, findet ab 14 Uhr statt. Und am Sonntag fängt der Danksagungsgottesdienst ab 9 Uhr an. Im Gebetshaus Winnenden in der Marktstraße 40, im Kirchgässle, die Postleitzahl ist 71364 Winnenden. Winnenden ist ca. 25 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ja, liebe Hörer, wir freuen uns, von euch zu hören und euch zu sehen am nächsten Wochenende im Gebetshaus Winnenden. Herzlich willkommen! Möge der Herr euch reichlich segnen und eure Fahrt nach Winnenden, eure Pastorin Julia Bruchwitz, bereut und bereitet den Weg, der Messias kommt.